Herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe 1000 Tote Trolle Magazin. Jetzt in Farbe und bunt, aber innen immer noch schwarz-weiß, so wie es sich gehört, wie ich es gerne mag. Ja, das Rollenspielmagazin aus Unterfranken. Ja, mittlerweile ist ein bisschen was passiert für alle Interessierten, denn hier geht es zum Beispiel auch um das eine und um das andere. Also hier vermischen sich jetzt gerade zwei Themen, denn jetzt gibt es bei mir auf dem Kanal auch Midgard 1880. Das wird jetzt auch im Fokus stehen und da werde ich auch mal ein bisschen detaillierter reingucken. Und das passt ganz gut, denn hier in der Ausgabe 7 ist, die auch immer noch erhältlich ist, also ihr bekommt diese Hefte ja immer noch, ihr könnt sie immer noch bestellen, unter dem Video ist der Link zum Shop. Da ist die Böcklinsche Luftschiffwerft drin. Das ist ein Abenteuerschauplatz für Midgard 1880. Und Midgard 1880, wie gesagt, das kombiniert sich ja alles. Midgard, 1000 tote Trolle, Midgard 1880, die arbeiten ja alle so ein bisschen Hand in Hand, gehören ja alle zusammen so. Und ja, wir schauen rein, was heute drin ist. Abenteuer, das Blutgemach. Okay, dementsprechend die Musik auch ein bisschen düsterer. Eine Karte ist drin von den Sturminseln. Werden wir sehen, was das ist. Brettspiel, Ecke, Kurzgeschichte, okay. Ja, auf jeden Fall erstmal alles in bunt, was Cover angeht. Ich nehme mal diese wunderschöne Messingschale weg. Das Messingkännchen. Hier, Wahnsinn, oder? Da hat sich die Werbeabteilung von dieser Fantasy- und Science-Fiction-Geschichte hier richtig ins Zeug gelegt. Ich glaube, dass das auch alles natürlich Homebrew ist. Hermkes Romanboutique. Oh, warte mal. Ja, also, wenn ich mir das so angucke, diese Werbung hier aus den 90ern, ich finde es ja fantastisch. Also ich finde es ja ein bisschen lustig, ich finde es aber irgendwie auch cool, ja. Das ist einfach so, jo, wir machen das einfach so, ja. Aber da sage ich mir, ja, vielleicht ist es doch nicht ganz so schlecht, dass es Leute gibt, die sich so ein bisschen mit diesem Werbegestalten und so auskennen. Ich kenne es selbst von mir, meine Thumbnails sind auch meistens nicht schön. Ich kriege das auch nicht so gut hin, aber das ist ja der Charme, den ich mir dann einrede. Ne? Also, gucken wir nochmal kurz ins Inhaltsverzeichnis rein. Einmal Midgard 1880 Artikel über diese Luftschiffwerft, das Abenteuer Blutgemach, ein Schauplatz in die Sturminseln. Das ist auch ein neuer Versuch, ist ganz interessant eigentlich. Kurzgeschichte ist drin, die Begegnung, Völkerbeschreibung, das ist für mich wieder spannend. Die Giane, das ist was aus Eraen, kann man jetzt schon ein bisschen anspoilern. Dann gibt es in Fantasy Almanach nochmal ein paar Zaubergegenstände. Ein Schwert und eine Kerze. Dann eine Schmöker-Ecke, das ist hier dieser Buchtipp vom Hermke, der das wirklich jetzt schon in der siebten Folge macht, ne? Muss man sagen. Also immer aktiv mit dabei und mittlerweile ja auch als Werbepartner, haben wir ja gesehen. Und eine Geschichte, unwahrscheinlich wahre Geschichten, so eine Kurzgeschichte. Ja, und dann die Brettspielecke. Dieses Mal sehr lang, gibt einen Haufen Spiele und viele dieser Spiele, die sind, glaube ich, heute auch noch erhältlich. Also, das sind schon Klassiker dabei, ne? Jedenfalls, die ich mir so kenne. So, Leserbriefe, viel Spaß dabei, wenn ihr Bock habt. So, und das ist jetzt was. Was halt jetzt wunderbar ist, dass ich eine Pause gemacht habe mit den Aufnahmen für das DDD-Magazin. Denn ich bin ja jetzt dann bei Midgard 1880 so ein bisschen im Thema. Und dann passt das jetzt echt ganz gut. Also es war jetzt nicht so geplant, aber manchmal hilft einem das Glück. Ne? Also das ist eine ausgearbeitete Schiffwerft. Die ist richtig komplett ausgearbeitet. Wir kommen noch drauf. Eine Überblickkarte, Flugplatz haben wir hier, dann diese Werft, Oberbach, Unterbach. Das soll so ein mitteleuropäisches Gebiet sein, natürlich auch irgendwie Deutschland oder Österreich kann man es vielleicht auch einpacken. Spannend finde ich, dass hier die große Kreisstadt Weilburg heißt.
Ob das Zufall ist, weiß ich nicht. Unterbach, Oderbach, Oberbach, Saalfeld, Grenzheim, aber dann Weilburg. Gut. Kann man reinpacken, wo man möchte. Der Autor ist Klaus Meyer übrigens. Der schreibt, ja, kann man reinpacken, wo man möchte. Kann man irgendwie als in einem Abenteuer nochmal als Zwischenstation einbauen. Finde ich auch eine gute Idee. Und dann halt hier komplett mit den Karten, die ich übrigens super finde. Ja, gefallen mir sehr gut. Ich mag diesen minimalistischen Stil, der aber immer noch Details zeigt. Ja, also hier ist immer ganz klar erkenntlich, was ist ein Fenster, was ist eine Tür, was ist eine Treppe, was ist dies, was ist das. Und dann aber auch immer noch so kleine Details, wie das hier an diesen Bänken noch ein Stuhl steht oder sowas, ja. Je nachdem, was es halt für ein Raum ist. Oder hier, ja, hier so ein paar Items auf dem Tisch oder was auch immer. Ja. Finde ich auf jeden Fall super. Ja. Also ist wirklich alles erklärt. Das hier ist jetzt das Bürogebäude. Und für die Arbeiter auch so ein Esssaal und so. Und dann haben wir hier diese Werft. Und es schon alleine, man sieht, dass da eine Motorenwerkstatt drin ist, eine elektrische Werkstatt, eine Schlosserei und so. Kann man sich das schon alles ganz gut vorstellen, so, ne? Also, einfach nur, ja, ich bin es da so gewohnt, ne, wenn ich diese Lagepläne so sehe, dass es halt Fantasy-Lagepläne sind. Ja, also das ist bei mir jetzt so aufgefallen, oder mir ist es aufgefallen, dass das irgendwie so schon so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und jetzt hier halt dann zu lesen, elektrische Werkstatt, Motorenwerkstatt, auch seltsam. Und dann halt hier, na, natürlich auch ganz, ganz cool gemacht hier, das sieht auch, dass es schön ausstaffiert ist, mit einem Zeppelin und so. Gefällt mir ganz gut. Ja, und halt auch das Personal ist beschrieben, der Chef, der ist beschrieben, ja, so wie die Abläufe sind es auch ganz gut beschrieben. Und hier gibt es jetzt noch Abenteuervorschläge. Dass zum Beispiel das Zeppelinwerk noch eine Halle bauen will und dass die Bevölkerung anfängt, das zu sabotieren, weil sie da kein Interesse dran haben. Oder dass man Industriespionage betreiben kann und so weiter und so fort. Wie der Spielleiter das dann gerne noch ausarbeiten möchte. Und dann hier halt die Figuren. Ne? Die sind sie jetzt alle dabei. Ja, nochmal so prototypische Arbeiter. Arbeiter haben sehr schlechte Werte teilweise bei Intelligenz. Ne? Also wir haben jetzt, der Arbeitertyp 1 ist wahrscheinlich so der Haut drauf, ne? So der Kraftarbeiter. Und dann der Arbeitertyp 2, das ist dann eher so der, ja, der Schreiber so oder was auch immer, ne? Büroarbeiter. Ne? Ja, dann wenigstens eine Intelligenz von 52, was ja auch so also Durchschnitt ist, aber gut, ja gut, macht eigentlich Sinn, ne? Solche Leute müssen halt dann da arbeiten. So, jetzt haben wir das Blutgemach von Carsten Großkopf und Falke Steinle. Das ist ein Abenteuer um einen, ja, um einen Vampir, der eingesperrt ist. Genaueres möchte ich jetzt nicht erzählen, außer dass das hier jetzt erstmal in Alba angesiedelt ist. Ja, aber es steht gleich schon oben in der Einleitung drin. Das kann man überall hinpacken, wo es passt. Ja, wo man sagt, okay, da passt das hin, ich ändere die Namen und vielleicht auch ein bisschen die Beschreibung und dann ist das erledigt. Ne? Also das ist ein Abenteuer, das für einen Abend gedacht sein soll. Soll also so ein One-Shot sein und soll viel Action bieten. Ne? Also das steht schon direkt hin. Das Ziel ist es, ein kurzweiliges Abenteuer zu gestalten, das die Spieler kaum zu Atem kommen lässt. Ja, das liegt auch immer ein bisschen am Spielleiter. Die Karten sind fantastisch. Ja, also wirklich fantastisch. Schon alleine für die Karten lohnt es sich fast sogar, das DDD zu holen und die sich dann rauszukopieren. Die kann man auch für alles andere benutzen. Ja, wenn ich die jetzt kopiere und dann und vorher vielleicht hier die Worte nochmal abklebe, kann ich da meine eigenen Worte drüber kleben oder was auch immer, ja, wie man es gerne möchte. Oder im Nachhinein dann überschreiben, nach dem Drucken, nach dem Kopieren.
Selbst wenn man das hier nicht spielen möchte. Die Karten hier sind noch cooler. Also die bei 1880 waren, fand ich schon super. Aber das hier finde ich halt auch echt gut. Also wirklich toll. Bisschen gestaltet, der Boden ein bisschen gestaltet. Jo. Bisschen was eingezeichnet. Auch hier oben geht es natürlich weiter. Also es ist schon ein bisschen was dabei. Ne? Jetzt wird's Abenteuer unterbrochen. Denn das musste wohl hier so ein bisschen in die Mitte. Die Sturminseln. Das ist jetzt was Besonderes. Jetzt wird auch ein bisschen erklärt, was wo ist. Die Sturminseln, das ist eine Karte. Es wurde wohl danach gefragt, so wie es jetzt hier in der Einleitung steht, oder wie es hier generell steht, von Zuschauern: Ah, du hast so eine coole Rain-Karte reingebaut in das Buch. Könnt ihr da nicht nochmal ein bisschen was machen, sowas, weil die Karten einfach top sind? Man muss sich zu der Zeit aber auch dran denken, ne? Das war jetzt, was weiß ich gar nicht, wann das Buch Heft rauskommt, ist 95 oder so, vielleicht noch ein bisschen später. Steht es hier drin? Siebte Ausgabe. Sehe ich jetzt nicht. Doch, 96, da steht's. Nee, es gilt die Preisliste Nummer 2 von 96, das heißt, das hier muss 96 oder ein bisschen später sein. Das Internet, jo, es gab's, aber wer hat da irgendwelche Karten von Midgard hochgeladen, ja, oder von Fantasy-Rollenspielen? Also, das ist sehr schwierig. Oder 96, 97, ja, ging das Internet auf jeden Fall schon gut los. Aber sowas hat man halt nicht bekommen, das brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Und dann gibt es jetzt hier eine Beschreibung von Orten und so weiter, wie das gedacht ist und so weiter. Und eine generische Insel aber, ne? Mit ganz vielen Ideen. Und dann halt hier diese Doppelkarte, die man dann in seinem Spiel benutzen kann. Für ein Land, also für eine Insel, ne? Mit sehr, sehr viel Action. Also es ist eine relativ große Landfläche. Aber es ist doch ganz cool gemacht, ne? Gefällt mir sehr gut. Und ja, ist sehr unwahrscheinlich an dieser Stelle, aber mich würde mal interessieren, ist jemand unter euch, der das Video guckt, der das schon hat und der das mal benutzt hat, diese Karte? Also, why not, ne? Warum nicht? Ja, finde ich auf jeden Fall eine cool, wirklich toll, also wirklich tolle Karten. Sind aber halt sehr spezialisiert, ne? Muss man sagen. Weil halt so Schauplätze angelegt sind, wie hier die Bernsteinhöhle, oder hier halt, Ashlakon, also die Ruinen von Ashlakon und so. Kann man sich ja was einfallen lassen. Also das wäre halt auch eine schöne Idee, wenn man plant, so sein eigenes Rollenspiel irgendwie mal zu starten, seine eigene Welt. Wenn man sagt, ich spiele jetzt mit Midgard irgendwie, wir spielen eine eigene Insel, wir spielen Fate mit einer eigenen Insel und so weiter und nimmt sich dann diese Karte hier. Und was an den Orten ist, weiß man als Spieler da gar nicht, weil die Spieler dann auch das mitentwickeln. Ne? Also natürlich steht da die Bernsteinhöhle. Ja, was ist denn jetzt da? Ne? Was passiert da drumherum? Ist das einfach nur so eine verlassene Höhle? Oder sind dort ist so eine riesige Bernsteinquelle, also an den Stränden und in der Höhle, dass sich eine Industrie entwickelt, dass da vielleicht irgendwelche räuberischen Banden keine Ahnung, versuchen den Bernstein an sich zu reißen, das gute Geschäft. Aber das soll auf jeden Fall nach Midgard. Guck mal, da geht es nach Valian oben. Eine Schiffsroute nach Valian. Hier ist eine Schiffsroute nach Marknesch. Was haben wir noch? Verbotener Weg nach dieser Ashkalon. Schiffsweg nach Navant. Muss ich mal nachgucken. Ich bin jetzt gar nicht sicher. Nee, es müsste aber eigentlich Midgard sein. Es müsste Midgard sein. Ich habe gerade überlegt, ob das vielleicht Magira ist, wegen einer Hand oder so. Keine Ahnung, wer weiß es schon. So, dann wieder so eine geile Werbung, dieses Mal so als Zettel gestaltet, voll. Das muss man sich mal geben, ne? Also ich habe ja auch so ein bisschen Marketing gelernt, ne? Also über meinen Handel und ich kenne mich auch ein bisschen damit aus und ich versuche das auch auf meinen Thumbnails ein bisschen umzusetzen, was ich da gelernt habe. Ich habe halt kein Design gelernt, aber so die Grundlagen, ne?
Und hier ist ja auch alles Kraut und Rüben, ne? Also, hier ist dann eine Überschrift und dann ist hier wieder eine Überschrift und dann ist, wir senken den Preis und hier sind Preise und Erklärungen und hier neben ist nochmal so ein, hier ist nochmal so ein nicht vergessen Luxusbox-Edition und die Adresse und, also ganz wüst, ja. Es ist ein Sammelsorium von Informationen, die da irgendwie zusammengeschmissen werden. Und ich hoffe, dass es den Laden noch gibt oder was das ist. Why not? Ne? Das ist so eine coole Sache. Gäbe es in München. Ne? Wäre cool. Fachhandel für Rollenspiele immer gut. Ne? Aber das ist geil. Also sowas, das sind für mich Relikte. Ich sehe das auch nicht. Irgendwie, ich lache nicht auch. Ich lache nicht drüber. Jedenfalls nicht böse. Ich finde sowas halt witzig, ja, aber ich finde es auch cool, ja. So war das halt, so ist es halt, ne? Man kann halt nicht, man, wenn man Laden ist, ein kleiner Fachhändler, muss man sich halt überlegen, ja, bezahle ich jetzt dafür einen Haufen Geld oder versuche ich das lieber selbst zu machen? Es gibt genug große Firmen, die das selbst machen mittlerweile, ne? Also bei uns in der Ecke auf jeden Fall kenne ich einen, da macht der Chef die komplette Design selbst von seinen Produkten, von der Verpackung. Ja, hat auch Ewigkeiten gedauert. Jetzt mittlerweile ist es sieht es gar nicht so schlecht aus, aber es hat auch Ewigkeiten gedauert. Okay, hier geht es jetzt das Abenteuer weiter, noch runter in die Gruft natürlich. Es ist auch ein ergebnisoffenes Abenteuer, das heißt, es ist nicht so ganz railroadig, denn man kann das Richtige oder das Falsche tun. Ohne jetzt zu wissen, ob das Richtige und das Falsche jetzt auch wirklich das Richtige oder das Falsche ist, sondern es geht darum, den Falschen zu befreien, mehr oder weniger. Und das zieht natürlich dann auch wieder Abenteuer nach sich unter Umständen. Also der Spielleiter, der das Abenteuer hier leitet, der kann das mit der Option leiten, oh, da können wir noch was nachreichen, ne? Weil da passieren Dinge interessant. So, dann haben wir hier die Personen in diesen Kästen. Wird ja bei Midgard auch nicht mehr so gemacht. Da auch noch so ein Relikt, glaube ich. Haben wir eine Zeittafel. Okay. Jetzt haben wir hier nochmal eine Werbung. Die ist ein bisschen übersichtlicher, aber auch total seltsam. Hier mit diesem komischen, was soll das sein? So Metallic Dorn irgendwie, der einfach so random auftaucht. Ja. Mann, Mann, Mann. Saga Rollenspielhilfe, Saga Zauberei, das Rollenspiel müsste. Magiesystem, Dragonsys, Amulette, Runenanhänger, Editionen, Aladdin, historische Brettspiele aus Holz, überall im Fachhandel erhältlich. Auch ganz geil, auch wieder sowas, ja. Das ist fantastisch. Also, was ist das? Irgendwelche Goblins? G&S Verlag, ja, super. Generischer Verlagsname so, und dann hier diese. Super cool. Hoffentlich gibt es euch noch. Ich würde mich freuen, wenn meldet euch bei mir. Und dann machen wir mal ein Gespräch darüber, wie ihr diese Werbung damals so gemacht habt. Das muss ja Pionierzeit gewesen sein. Ja, das muss ja wirklich so gewesen sein. Naja, gut, was machen wir jetzt, ne? Ich finde es fantastisch, Leute. Aber das ist übersichtlicher. Ja, also hier ist jetzt ganz klar hier unten Adressen, Anschriften, Telefonnummern und so weiter, hatte ich alles drin, wunderbar. Ich mache hier noch eine neue Rubrik, ich bewerte geile Werbung. So, dann haben wir hier die Dorfchronik. Das gehört noch zum Abenteuer, finde ich hart. Das sind ja hier wie viele Seiten? Krass, also finde ich cool, ja. Das sind jetzt hier wie eins. Aber dünn geschrieben, 1, 2, 3, 4 Seiten über dieses Dorf. Also da müsste man eigentlich, in dem Dorf müsste man eigentlich noch ein paar Abenteuer spielen lassen, wenn sich da so viel Mühe gemacht wird. Vor allem ist es ja auch kleiner Text. Ihr seht es ja, es ist sehr kleiner Text. Also das Magazin ist ja auch, dadurch, dass die Abenteuer auch so lang wurden, sehr klein geworden vom Text. Nicht wundern, Leute, dass ihr jetzt wieder das Anfangsbild seht. Das schneide ich nämlich noch rein. Denn der Akku wurde relativ schnell leer. Und aufgrund meiner Akkupanik habe ich das Wichtigste für mich, oder einer der wichtigsten Sachen hier aus dem Heft, für mich, neben dem Abenteuer, was hier für mich immer sehr wichtig ist, irgendwie überblättert. Denn ich habe schon gesehen, es wurde immer weniger Akku, es hat angefangen zu blinken, alles ist explodiert. Und ja, das hier, auf der Seite 4041, für mich immer super toll. Diese Erweiterungen zu Midgard,
Nämlich jetzt hier die Kiane, die sind auch vom Carsten Grebe und Stefan Schwarz. Das sind so Waldgeister, ne? Das will ich jetzt mal sagen. Und die aber auch verschiedenst auf Spieler eingehen, die sind auch wieder so typisch Eraill. Anscheinend ist der Carsten sehr Eraill-affin. Ja, mit diesen ganzen Sachen, die bis jetzt kamen, da war sehr viel Eraill dabei, also mit diesen mit den Völkern und so weiter. Finde ich auch super spannend. Jo, ich kann es ja, na, das ist halt Blödsinn. Ich habe eine Idee für ein Abenteuer, so ein bisschen. Und da soll es auch nach Eraill gehen. Und ich überlege jetzt halt gerade, ob das nicht eine geile Idee wäre, ne? Also auch mal diese, hier die mystischen Völker aus dem DDD einfach mal einzubauen, ne? Why not, ja? Jo, also hier zwei Seiten, das ist mir nochmal wichtig, dass ich es nochmal erwähne, über mystische Völker nach diesem Kurzgeschichtenabenteuer. Da schneide ich das jetzt mitten rein. Das heißt, ich weiß jetzt schon, wie das Video ausgeht. Und ihr wisst jetzt auch, es wird relativ zügig dann von mir leider gemacht. Ja. Aber wir haben noch ein bisschen was zu lachen. Auch hier unten auch die Werbung. Das mache ich jetzt echt. Ich finde das so toll. Diese Werbung hier. Die sind fantastisch. Ravenhorst, das große Fanzine für alle Fantasy-Rollenspiele. Dschungelfantasy, Midgard 1880, Abenteuer der Sohn der Sonne. Ach, guck an. Ravenhorst. Ja, da könnt ihr mir gerne mal Informationen zu geben. Ravenhorst 12 ist da. Das gab es zu dem Zeitpunkt schon 12 Ausgaben. Schon nie von gehört. Und diesmal gibt es ein Midgard 1880 Abenteuer. Der Sohn der Sonne. Afrika im Rollenspiel. Die Fee als DSA-Heldentypen ein. Achso, die Fee als DSA-Heldentyp. Ein Aventurien-Comic und vieles mehr. Aha, aus Österreich. Ja, schön. Also, erzählt mir mal darüber. Ich habe das noch nie gehört. Und das ist halt so eine Geschichte, ne? Funktioniert das wirklich so? Ein Rollenspiel, wer kauft ein Heft, wo jetzt für mein Rollenspiel, was ich spiele, nur eins drin ist, ne? So ein Artikel und der Rest ist alles für andere Rollenspiele. Aber wenn ich natürlich keine Möglichkeit habe, jetzt anders irgendwie Abenteuer zu bekommen, außer die vom Verlag und die gefallen mir vielleicht nicht so gut, und dann kaufe ich vielleicht mal so ein Heft, um mir Informationen zu geben, um selbst zu schreiben, war das vielleicht eine Überlegung, die Sinn macht. Früher. Heute ist ja, man kriegt halt so viel Material und so weiter. Da macht es vielleicht nicht mehr so viel Sinn, so Crossover-Hefte. Aber früher war das vielleicht so, ne, dass man sagt, okay, macht Sinn. Und es gab ja schon 12 Ausgaben, also ein paar Leute haben es gekauft. Okay, also schreibt es mir in die Kommentare, Rabenhorst, einfach mal Informationen dazu geben, wie das war, ob ihr das gehabt habt und so weiter. Und ob sich das gelohnt hat, weil 4 Mark inklusive Porto kann man nicht meckern. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Nein, ich mache keine Abmoderation, jetzt kommt ja auch der Rest noch. Ja, dann haben wir hier eine Kurzgeschichte, die Begegnung von Thomas Gützner. Jo, nicht so mein Ding, habe ich schon gesagt, aber wie gesagt, das muss nichts heißen. So, Fantasy Almanach, das ist wieder ganz cool hier für mich jetzt. Nochmal ein Schwert und nochmal eine Kerze dabei, schön ausgedacht mit Goldstücken wert und was sie kann und so weiter. Immer ganz spannend. Auch hier wieder die Werbung, da gehe ich jetzt aber nicht so genau drauf ein, denn die Batterie von dem Akku macht schon wieder Mucken. Also ich werde bald mal einen neuen Akku kaufen müssen, glaube ich. Pegasus-Spiele, aber hier von der Werbung her schon strukturiert, ne? Spiele treff Pegasus. Fantasy-Spiele und dann erstmal die Logos. Dung, 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 dung. Okay. Und dann sehr übersichtlich, also da war jemand dran, der hat entweder ein Gefühl dafür oder wurde dafür bezahlt, dass er ein Gefühl dafür hat. Der hat das nämlich ganz gut gemacht, kurz übersichtlich. Unten Hotline, Pegasus-Spiele. Das ist natürlich, muss man sagen, natürlich da sind Kosten dahinter auch, ja? Wenn sich jemand Mühe macht. Wenn er auch ein bisschen eine Einstellung hat. Also wenn er Zeit dafür hat, wenn er das auch gelernt hat vielleicht. Ne? Das hier auch gut. Auenland, der gemütliche Fantasy-Laden in Dortmund. Da weiß man sofort, was man kriegt. Alles schön aufgeführt, übersichtlich. Ja, noch so ein paar
Gadgets. Ja, vielleicht ein bisschen langweilig, ja, aber das ist übersichtlich, ne? Also das funktioniert. Ich würde sagen, das funktioniert. Ich bin ja immer so ein bisschen pragmatisch, ne? Was funktioniert, ist gut. Herrliches Buchtipp, wie immer. Und jetzt mein Liebling, Ad Astra, der wahnsinnige Fantasy-Laden mit dem Raumschiff. Das hier ist der Abschluss. Bester Laden. Ich hoffe, die Leute haben ihr ganzes Leben lang sehr gut mit diesem Laden leben können, sind vielleicht dann in Rente gegangen und ihr Sohn macht das weiter mit dieser Werbung noch bis heute. Ich wünsche den Leuten alles Gute. Fantasy-Spiele, Zinnminiaturen und Comic Ad Astra in Nürnberg. Und wenn ich in Nürnberg bin, muss ich da mal vorbeigucken. Das sieht so gut aus. Schon wirklich seit Heft 1 mein absoluter Klassiker. Danach kommt nichts mehr. Mein Gott, ist das gut. Ja, die Abenteuer des edlen Prinzen Frösch. Kurzgeschichte regen vielleicht auch den einen oder anderen immer zum Abenteuerschreiben an. Okay, Akku wird langsam leer. Ich beeile mich. Jetzt hier hinten noch El Grande. Die Hanse Campanile, Totem, Medici, Yucata und Ostindien-Kompanie als Spielevorstellung. Letzte Seite nochmal eine Werbung. Ist es die gleiche? Nee, ist eine ähnliche. Spielbaustelle nochmal ein Comic. Auch nochmal Werbung. Ja, hier ist nicht mehr viel. Hier ist Midgard-Werbung. Genauso super. Auf die müsste ich eigentlich das nächste Mal nochmal eingehen. Die ist auch fantastisch, die Werbung. Und hier GURPS, das Spiel ohne Grenzen. Nochmal in der bunten Werbung, aber auch sehr gut gemacht. Ne? Das ist wirklich schön gemacht. Leute, ich muss mich beeilen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und wie gesagt, Hefte könnt ihr alle noch nachbestellen. Ne? Sind alle verfügbar, auch bis heute noch. Macht's gut, Leute. Und ciao.